Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Castle of Eberfield. Wir scheinen sicher zu sein. Ich sehe jedenfalls kein Monster. So viel dazu. Shadows. Ob das so eine gute Idee ist, drauf zu klicken. Erstmal hier gucken. Irgendwie sehe ich nicht mehr wirklich, was da sein kann. Egal. The screams of the dying and tormented haunt my dreams. I'm all alone. No one understands my anguish. My world is blackness. There is no light. I fear the shadow has invaded my soul. Gustav K. Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier dran irgendwas tun muss. Offensichtlich nicht. Moment, wo war ich denn jetzt? Giftdrüse, Hammer, Wasser. Ich muss irgendwie da rein, aber wie? Mir fehlt ein Schlüssel. Oder der Meißel. Eins von beiden. Wo könnte sich denn so etwas verstecken? Ja, dieses Fass enthält kein Öl. So weit war ich auch schon. Nichts. Auch nichts. Hä? Es bewegt sich. Ah, warum tut es das? Nichts. So viel dann dazu. Ich würde mal so sagen, das bedeutet, wir müssen erstmal zurück und diese komische. Wir müssen zurück, denke ich mal. Machen wir schon mal hier unten. Was ist das für eine Tür? Okay, bewegt sich nicht. Oh, was haben wir denn da? Chemietopf. War nicht mal irgendwo. Nee. Chemietopf. Hebel. Teilweise gefüllter Topf. Jetzt den Topf. Okay. Das Wasser? Nee. Definitiv nicht. Es ist mit einem der zwei Bestandteile für die Herstellung explosiver Mischung gefüllt. Okay. Auch nicht. Na, was ist denn der zweite Teil? Kann nicht kombinieren. Kann man auch nicht kombinieren? Nutze den Eimer. Dann halt nicht. Wenn ich jetzt mal wüsste, was noch diese zweite Zutat dazu wäre, dann könnte ich wenigstens hier eigentlich einiges machen. Wahrscheinlich müsste ich dann den Ausgang sprengen oder sowas.
Und zack. Nee, hier drin war auch nichts. Wo muss ich hin? Was ist meine Pflicht? Meine Tat, die ich vollbringen muss, damit ich endlich raus kann. Und wieder sind wir im Safe-Bereich. Ich habe wirklich gerade gar keinen Plan, was ich machen soll, wo ich suchen soll. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Kugelstück. Der. Das Problem ist, ich kann noch nicht mal sehen, ob man da was drauf benutzen kann. Das ist auch noch das, was daran so abfuckt. Also habe ich irgendwas übersehen. Weiter unten im Dungeon. Immer noch. Vermutlich. Onkel Lukas Quarthaus. Moment mal. Hä? Was geht denn hier vor? Wieso bin ich denn dann gerade hier? Tonikum noch nicht vollständig. Was ist noch? Ah, ist Anweisung. Prisoner. Escape to Sewers. Letter from Peter. You must escape. Ah. Okay. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Mich würde ja auch immer noch interessieren, warum man Agrippas Kopf hier dran hat, aber naja. Natürlich nicht. Das ist doch arg zum Kotzen, oder? Das müsste jetzt aber Flüssigkeitspart Nummer 2 sein. Ja, hier kann man nicht kombinieren, kann man nicht kombinieren, kann man nicht kombinieren. Okay. Wie kombiniert man das, damit das passt? Vermutlich irgendwie mit einem Renner oder so. Aber ich. Vor allem, ich habe jetzt irgendwas Rotes, was nicht beschriftet ist, das Tonikum, was noch nicht vollständig ist, teilweise gefüllter Topf und Wasser. Eimer. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Sprich, das eine muss wahrscheinlich irgendwie erhitzt werden, damit man weiterkommt. Genau.
gleich schon mal rein, zurück ins Dungeon. Und es lädt. Sehr spannend. Die Spannung zerreißt uns. Falsch gelaufen, oder? Nee, doch nicht richtig. Das war seltsam. Der hat mich, glaube ich, irgendwie über den falschen Raum rausgeschmissen. Für Dungeon muss man ja hier lang. Nee, hier drin war nichts. Na, die da. Und wieder ins Dungeon. Ja, hier war ich drin. Hier ist das Dungeon. Tor auf. Ah, shit, wo war jetzt nochmal dieser dämliche... Der dämliche Brenner, wo war der nochmal? Ich glaube hier links. Dann wieder links. Und ich bin ziemlich sicher, ich bin falsch gelaufen. Ja, das war ja die Hauswand, die sich bewegt hat. Der nutzlose Raum mit den Naked Dudes. So ein langer Korridor mit nichts. Und hier. Funktioniert alles nicht so, wie es soll. Also sind wir wieder hier. Jetzt bin ich ja wieder falsch. Hier war ich ja schon drin. Hier waren ja die Shadows. Ich glaube, nee, hier lang ging es dann ja nicht. Aber gerade durch. Und dann hier runter. Genau, und dann weiß ich nämlich noch. Hier, ob ich hier drin war, war ich mir nämlich nicht sicher. Jetzt sind wir hier. Tonikum. Kann man nicht benutzen. Kann man auch nicht benutzen. Auch nicht. Auch nicht. Was zum Teufel soll man denn machen? Das Problem ist, ich habe anscheinend irgendwas übersehen. Weil sonst wüsste ich nämlich offensichtlich, wie man dieses verdammte Tonikum macht. Knostzelle, nee, Umnetzer. Ja, da geht's runter, Mittelgang. Gang ist auch nutzlos. Der Raum ist ohne Nutze. Der einzige Raum, der auch nichts gebracht hat, war der hier. Muss man vielleicht hier mit kombinieren? Kann nicht auf kein Objekt angewendet werden. Nee, also kein Plan, Leute. An dieser Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne teilen, Feedback geben, liken, wie ihr auch möchtet. Für mehr Horror Custom Stories und so weiter könnt ihr meinen Channel besuchen oder subscriben. Bis zum nächsten Part. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwann mal weiterkommen. Bis dann.